Hallo und herzlich willkommen, heute mit etwas ganz Ausgefallenem, nämlich Transformers Animated Voyager Shockwave. Shockwave hat mich sehr überrascht, denn Shockwave ist hier eine Art Spion in der Serie, der vier verschiedene Modes hat und quasi, gleichzeitig Autobot und Decepticon sein kann, was ich ziemlich geil finde. Und er bietet einige nette kleine Features. Wenn ich auch sagen muss, dass mich die Transformation manchmal ein wenig nervös macht, da ich immer das Gefühl habe, die Figur bricht gleich auseinander. Dazu aber gleich mehr. Ich zeige euch jetzt erstmal die Verpackung. Wir sehen hier einmal außen einmal Shockwave mit seiner Panzerkanone. Und ja, richtig schönes Artwork halt. Hier sehen wir noch einmal Skywarp in dem Mold von Starscream. Grimlock und ja, hinten sehen wir einmal alle netten vier Modes. Wir sind einmal hier Shockwave in seinem Autobot-Modus als Longarm. Longarm, weil er den Kran quasi hat. Und einmal im Panzermodus sowie als Shockwave mit Decepticon-Logo. Ziemlich geil. Und hier oben drauf sehen wir einmal Shockwave das Artwork. Und ja, seine Galactic Powers and Abilities sind quasi, er ist ein exzellenter Code-Knacker und Dieb. Es macht ihm Spaß, mächtige Autobots zu erpressen und hat die Autobot-Identität aus alten Akten gestohlen. Sprich also, Longarm, wie er hier zu sehen ist, existiert eigentlich gar nicht mehr, weil er vernichtet wurde und Shockwave hat hier einfach mal so locker flockig seine Rolle übernommen. Ja, ansonsten haben wir hier noch das große Artwork mit dem Namen und dem Decepticon-Logo. Und hier unten sehen wir dann einmal Deluxe Swindle, Swoop, Blur und Blazing Lockdown in der goldgelben Version. Anstatt Haken halt mit Kettensäge. Gut, aber dazu später mehr. Und oben drauf sehen wir einmal ganz normal Shockwave, dann nochmal als Artwork. So, kommen wir zu der Figur. Die Figur, wie gesagt, ist sehr nett gemacht. Wenn auch bereitet sie mir ziemlich viele Kopfschmerzen. Ja, diese Figur ist jetzt hier quasi im Panzermodus zu sehen. Sehr schick eigentlich und sehr schlicht. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, was mich an dieser Figur so ein bisschen stört, sind die ganzen, hauchten Ärmchen hier. Hier muss er reingesteckt werden. Hier außen geht er manchmal auseinander. Hier ist er ein bisschen schwibbelig, das ist nicht so schön. Und er hat nicht wirklich eine perfekte Haarform, weil er immer wieder so ein bisschen ausbricht, wie ich gerade hier wieder schön präsentieren kann. Hier unten ist er ein bisschen breiter. Hier unten sehen wir ganz groß den Autobot quasi, die Ärmchen. Ja, und ansonsten haben wir groß seine Waffe, die mit einem kleinen Automorph-Feature versehen ist. Hier hätte ich schön gefunden, wenn hier vorne dieses kleine angedeutete Loch rot gewesen wäre. Das hat man hier weggelassen. Hier außen hat man es rot gepainted. Ja, hier sieht man ein großes Decepticon-Logo. Und ja, wenn ihr den verwandeln wollt, zieht ihr einfach hier diesen Stift nach vorne oder nach hinten, um die Waffe zu verwandeln. Ich zeige es euch einfach mal. Wir klappen die Waffe hoch. Das ist auch ein schönes, nettes Extra, dass der Turm wirklich schwenkbar ist komplett. So, wir klappen den hoch. Dann drücken wir hier diesen Hebel nach vorne. Bei manchen muss hier ein bisschen nachgeholfen werden. So. Dadurch klappt die Waffe einmal hier herunter. Der Kran kommt zustande. Anschließend klappen wir hier diese Waffen noch nach innen. Hier haben wir quasi jetzt diesen Kran. Anschließend klappen wir hier einfach die Fahrgestelle nach unten. Das sind die Panzerketten. Klappen die auch nach unten. Das gleiche hier quasi. Drehen es einmal nach unten. Das wird angewinkelt. Ebenso. Und jetzt haben wir quasi schon Longarm im Fahrzeugmodus mit seinem Kran. Ja, ganz nett. Ich muss sagen, dieser Cybertronian-Kran sieht schon ganz schick aus. Ich hätte mir als Cybertronian-Version nicht anders vorgestellt. Sehr schön auf jeden Fall umgesetzt. Gefällt mir. Auch hier lässt sich natürlich dann der Kran schön drehen. Ich finde allerdings erst ein bisschen kurz. Hätte ruhig doppelt so lang sein können, dann hätte er deutlich mehr hergemacht. Die Figur wird in einem schlichten Grau geliefert. Hat, ja, bläuliche, metallisch-bläuliche Details und ansonsten halt dieses knochenfarbene, leicht weiß angedeutete Plastik halt. Mehr nicht. So, die Transformation. Ich zeige euch jetzt als erstes natürlich Longarm, weil wir jetzt ihn natürlich im Longarm-Modus haben. Den Panzer habe ich euch ja quasi schon gezeigt von Shockwave.
Wir nehmen einmal die Waffe ab. Das ist für die Verwandlung deutlich einfacher. Anschließend klappen wir hier die Fahrgestell wieder nach oben. Das gleiche hier. Drehen die Figur einmal herum. Dann drehen wir hier unten den Fuß nach unten. Klappen die Seitenwand rein. Klappen die ein bisschen zur Seite. Das gleiche hier. Klappen das auch so ein bisschen zur Seite. Klappen anschließend hier hinten die Füße nach hinten. Diese Füße werden rausgeklappt. So. Einmal. Dann drehen wir einmal hier hinten diesen Arm nach unten. Drehen ihn quasi hier dran. Drehen das alles nach unten. Drehen die Hand nach unten. Das gleiche hier, die Hand so. Diese Außenpanel kramen nach vorne. So. Anschließend drehen wir hier hinten dieses Panzerteil nach hinten. Ziehen den Kopf ein ganz kleines Stück nach vorne. So. Und jetzt haben wir effektiv schon Long Arm. Wir klappen jetzt hier außen noch diese kleinen Ärmchen hier nach innen. So. Und wir können Long Arm auch schon quasi so präsentieren. Er ist ein bisschen seltsam vom Aussehen her, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, das ist Geschmackssache. Wir haben hier noch die Möglichkeit, den Arm nach innen zu drehen, wie es eigentlich packungsgetreu ist. Nur ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist zwar schon schön, so hat er breitere Arme. Problem ist nur, er kann die Ellenbogen nur noch schwer nach oben drehen. So. Das heißt, wir müssten quasi die Ellenbogengelenke leicht herausziehen, damit das dann so klappt. Ja, ansonsten, wie gesagt, so ist er jetzt fertig verwandelt als Autobot. Und ja, er macht einen sehr bulligen Eindruck. Ist ganz schick. Wir können jetzt noch den Kran benutzen. Können ihn quasi jetzt einmal so nach hinten klappen. Ihm hier hinten noch befestigen. So wäre es eigentlich auch packungsgetreu. So. Und ja, das ist quasi Long Arm. Long Arm hat ein sehr schönes Kopfdesign, muss ich zugeben. Wir haben hier einmal einen Balljoint, auf dem man sich quasi den Kopf bewegen kann. Die Hörner hier quasi von Shockwave werden mit hier vorne, diesem kleinen Pinökel, wie so eine Art Headset, was er vorne quasi dran hat, finde ich eigentlich sehr schön. Er hat hier vorne auch dieses rote Okular wie bei Shockwave, aber er hat halt noch diese blauen Augen. Der Kopf verwandelt sich dann später noch. Und ansonsten hat er natürlich ziemlich große Schultern und vorne dieses schöne kleine Autobot-Symbol. Was mir nicht gefällt ist, wenn man diesen Kran quasi ihm zwischen, oder wie gesagt, hinten an den Rücken packt, sehen wir hier unten das Decepticon-Symbol. Das ist also etwas, was mir nicht gefällt. Man kann natürlich jetzt auch sagen, okay, ich drehe das Ganze jetzt einmal herum. So. Ich klappe das Panel jetzt ein bisschen hoch. So kann man das Ganze auch machen. Sieht es natürlich auch ein bisschen merkwürdig aus und ist natürlich Ansichtssache, wie man es natürlich lieber hat. Ja, die Beine sind ein Graus bei der Figur, muss ich ganz ehrlich gestehen. Man sieht es hier unten, die Beine sind nicht wirklich akkurat. Sie klappen immer so ein bisschen nach innen, das heißt so ein leichtes O-Bein hat er quasi. Und was mich auch ein bisschen stört, sind hier die Hüften, die nämlich nicht gleich lang sind. Dadurch ist ein Bein, nämlich das hier, ein bisschen höher und das andere natürlich ein bisschen niedriger. Man kann zwar hier alles so ein bisschen anwinkeln, aber das ist schon, ja, ist schon ein Geduldsspiel quasi, um das hinzukriegen. Und ansonsten, ihr könnt natürlich hier noch, um der Figur ein bisschen mehr humanoides Aussehen zu verpassen, die Schulter nach unten drehen. Finde ich, ist natürlich auch so deutlich schöner. Ja, und ansonsten kommen wir jetzt gleich mal zur Transformation zu Shockwave, eigentlich dem Highlight. Ja, wie gesagt, das ist jetzt der Verräter, der unter den Autobots auf Cybertron arbeitet, um Megatron quasi die neuesten ausspionierten Informationen zu bieten. Finde ich sehr schön. Ja, und die Verwandlung zu Shockwave ist sehr einfach. Wir klappen einmal hier oben diese Teile herum, dass die roten Markierungen rauskommen. Linsen, wie auch immer.
Anschließend drehen wir hier die Beine komplett nach unten. Eigentlich auch sehr simpel. Lösen jetzt hier die Hüfte komplett ab. Drehen hier das Teil nach oben. Diesen Schenkel quasi, um die Hüfte quasi zu bilden. So. Anschließend drehen wir das Ganze nach unten. So. Drehen einmal den Fuß herum. Das gleiche hier. So, deutlich größer auf jeden Fall. Und jetzt nehmen wir die Waffe hinten erstmal ab. So. Jetzt kommt das, was ich euch schon vorhin angedeutet habe. Der Kopf, der kann verwandelt werden. Zoomen einfach mal näher heran. So. Der Kopf lässt sich ganz einfach verwandeln. Wir drehen einmal hier die Hörner nach oben. Und ziehen diesen Kopf einfach nach oben. Ihr seht selbst, und schon klappt hier dieses Visier nach unten. Ich zeige euch das nochmal genauer. Wir haben hier unten ein Doppeljoint-Gelenk hier. Und hier hinter ist quasi der Kopf von einem Autobot drin. Das heißt, wenn ihr hier dieses ganze Teil nach vorne schwappt, hier dieses Gelenk, klappt dieses Gelenk unten und ihr seht automatisch den Autobot. Es klappt jetzt nach oben, so. Und schon habt ihr quasi Shockwaves Gesicht. Was ich ziemlich cool finde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Gefällt mir auf jeden Fall. Und auch hier natürlich durch den Balljoint sehr gut bewegbar. Ja, und jetzt ist die Figur fast fertig. Wir haben jetzt nur die Arme vor uns. Die Arme sind ein wenig komplizierter. Eigentlich nicht, aber gut. Wir drehen hier diese angedeuteten Hände einfach mal herum. So, das gleiche hier. Anschließend holen wir hier die Krallen hervor. Klappen die nach vorne. Das gleiche hier. Klappen das nach vorne. Und schon haben wir die Hände fertig von Shockwave. Und jetzt kommt natürlich das Wichtigste von allem. Das Autobot-Symbol muss verschwinden. Das heißt, wir drücken es hier seitlich herein. Und können es einfach so herumdrehen. Und schon haben wir aus Longarmen den Spion Shockwave quasi geformt. Gefällt mir so in dieser Form deutlich besser. Er ist sehr viel größer. Er ist auf jeden Fall größer als die normalen Voyager-Figuren. Und er hat natürlich hier noch diese kleinen Packs links und rechts, das heißt diese Löcher. Jetzt können wir die Waffe wieder einfügen. Wir ziehen einfach das hier nach unten und schon klappt die Waffe auseinander. Jetzt klappen wir hier oben diese roten Teile nach oben. Hier nach vorne, das sind auch wie so Laserkanonen. Hier Laser, da Laser, vorne Laser, überall Laser. Sehr schön. Und die können wir ihm natürlich dann hier mit diesem kleinen Pin, den er hier hat, in die Hand geben. So, und schon haben wir Shockwave natürlich in der kompletten verwandelten Form mit Waffen. Eine sehr schöne Figur, finde ich auf jeden Fall. Die Figur hat allgemein eigentlich eine 10 in allen Formen verwandelt, verdient. Problem ist nur, wie ihr es gerade schon gesehen habt, die Gelenke sind sehr schwammig und lassen sich natürlich dementsprechend schlecht formen. Ich sehe gerade, hier habe ich den Arm noch nicht richtig rausgezogen. So, ihr seht selbst hier an den Armen, die Gelenke sind extrem dünn und klein. Das heißt, können sehr schnell, wenn ihr zu rabiat damit umgeht, kaputt gehen. Deswegen sehr vorsichtig sein. Genauso, die Beine sind sehr labbrig und schlecht designt in dem Sinne. Hier oben dieses Stück Torso, was quasi eigentlich hier oben einrastet. Ja, es hat hier unten quasi diese Einkerbung, lässt sich aber nirgendwo wirklich befestigen. Wenn er hier einrasten würde, wäre es perfekt. Das tut er allerdings nicht, und was ich sehr schade finde. Denn normalerweise müsste der jetzt hier einrasten hier unten. Er hat aber hier keine Einrastfunktion. Das haben sie leider schlecht designt. Das nächste sind hier diese Hüften, die nie wirklich einrasten oder auch nicht wirklich halten wollen. Was ich auch sehr schade finde. Ansonsten hat die Figur sehr lange Oberschenkel. Und ja, von der Beweglichkeit her ganz akzeptabel. Die Figur hat hier ein 360 Grad Schultergelenk.
Hier unten ein Doppeljoint drauf, kann natürlich dadurch die Arme perfekt bewegen. Kann auch, wenn er möchte, die Arme so bewegen, seitlich. Es ist also alles möglich. Der Kopf ist, wie gesagt, auf einem Balljoint, lässt sich hoch, runter, links, rechts, wie auch immer bewegen. Das Einzige, was er nur irgendwie nicht so richtig kann, ist richtig zur Seite drehen. Das heißt, es ist kein seitliches Gelenk drin, was sehr schade ist. Ja, ansonsten hat die Figur hier oben eine Lightpipe-Funktion. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Ja, ich kann es euch leider nicht so richtig zeigen. Die Figur hat, wie gesagt, eine Lightpipe-Funktion hier oben in dem Kopf. Und wenn meine Lampe richtig funktionieren würde, wäre es alles kein Problem. Hier oben ist die Lightpipe-Funktion drin, sehr klein leider. Dadurch ist es mit dem Licht nicht so toll. Hier seht ihr es jetzt gerade so ein bisschen. Ist natürlich dann schon schöner, wenn ihr eine LED oder sowas habt, die ihr dahinter klemmen könnt. Ja, und ansonsten ist diese Figur, wie gesagt, ziemlich cool. Und als Spion natürlich macht diese Figur schon deutlich was her. Ich würde dieser Figur hier alles in allem 9 von 10 Punkte geben. Halt einen Punkt Abzug durch diese relativ schwabbeligen Gelenke. Ansonsten 1A-Figur, 4 ganze Modes. Das heißt, es ist wirklich eine Quad-Changer-Figur, was eigentlich ziemlich selten ist, da wir eigentlich immer nur die Triple-Changer kennen, die vielleicht 2 verschiedene Fahrzeuge haben, einen Roboter-Modus. Nein, diese Figur hat 2 Roboter-Modi, 2 Fahrzeug-Modi, einfach geil. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung wert. Wer diese Figur noch bekommt, sollte sie sich auf jeden Fall zulegen. Ich wünsche euch was, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr empfehlt mich weiter oder abonniert mich. Bis dahin, wenn wir uns wiedersehen, wünsche ich euch was, euer Rexford.